Na, Sir? Dann wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Stell deine Vollkommenheit dieser Mega-Attacke. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du dich traust, du Weichei. Mach dich bereit, Final Flash! Moin, Jungs. Ich denke, jeder von uns ist bereits einmal in die Schule gegangen. Oh, shit! Und jeder, der sich eine Klasse genauer anschaut, dem wird relativ schnell klar, dass jeder Schüler eine eigene Position besitzt. Es gibt einmal zum Beispiel die Klassensprecher. Das sind dann meistens die Schüler, die richtig reden können, die meist fleißiger sind. Dann gibt es zum Beispiel die Stillen. Dann gibt es die Fleißigen. Und einer ist das Überopfer und nennt sich Klassenclown. Also, in meiner Klasse sieht es so aus. Unsere Tische sind wie ein U aneinandergereiht. Da haben wir auf der rechten Seite haben wir die Fleißigen und auf der linken Seite haben wir auch die Fleißigen. Und ich sitze zum Beispiel in der Mitte. Ich bin der Klassenclown hier. Ein gutes Beispiel, was für ein Spaß ich doch eigentlich bin, habe ich heute mal wieder erlebt. Also, heute hatten wir mal wieder Rechtslehre. Und mit unserem Rechtslehre-Lehrer sind wir dann quasi wieder... sind wir dann quasi durchgegangen so. Unter was für Bedingungen kann man eine fristlose Kündigung erhalten bekommen? Was auch immer. Die rechte Tischseite würde sagen, ja, wie wär's denn mit Körperverletzung? Die linke Tischseite würde sagen, Diskriminierung oder so. Und dann gibt es mich. Ja, Herr Lehrer, was ist denn, wenn ich als Arbeitnehmer die Frau des Arbeitgebers ficke? Darf er mich dafür fristlos kündigen? Und die Antwort darauf war tatsächlich, möglicherweise. Also er konnte es mir nicht wirklich sagen in dem Moment, weil... keine Ahnung, konnte er mir einfach gerade nicht sagen. Generell ist es ja auch so, dass je nachdem, wie viel Bock man auf ein Fach hat, die Anstrengung, nenne ich es mal, variiert. Beispielsweise in Mathe sieht es immer so aus. Ich sitze mit meinem Klassenkameraden in der hintersten Reihe, dies, das. Er schreibt so die Matheaufgaben auf, ich schreibe das Ergebnis mit. Er meldet sich und fragt, Frau Lehrerin, was haben Sie raus? Was haben Sie denn raus? 3. Hä? Nee, 4. Das dazu. Generell fragt mich nicht, wie komme ich überhaupt darauf, immer Moin Jungs zu sagen. Das hat den Hintergrund, original jedes Mal, wenn ich in meine Klasse komme, sage ich Moin Jungs. Weil das liegt ja daran, der Jungsanteil in unserer Klasse unten so bei 90% liegt oder so. Also wir haben wirklich nur 3 Mädchen in der Klasse und... keine Ahnung, das fällt mir als erstes ein, so. Ja, jetzt bräuchte ich ja noch irgendwie einen Abschluss, ne? Sticky! Finger!